So, hallo miteinander, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag von unserem Track. Jetzt haben wir schon viel über Standards gelernt. Jetzt geht es ein bisschen mehr in die Praxis zu QGIS, von jemand, der es wissen muss, von Matthias Kuhn, der der QGIS-Entwicklung sehr aktiv ist. Und genau, dann bin ich mal gespannt, was du uns über Projekterstellung in QGIS erzählst. Vielen Dank. Wir werden uns ein Stück weit von Standards entfernen, aber nicht komplett. Kurz zu mir, ich bin von opengis.ch. Wir machen Open Source Projekte, Geodateninfrastrukturen erstellen und viel Programmierung für QGIS und QField, eine mobile Lösung. Da könnt ihr morgen noch mehr dazu hören, wenn ihr Lust habt. Ich selbst bin Softwarearchitekt, Entwickler, Geografe und bin sehr viel in der QGIS und QField Entwicklung tätig, seit bald 10 Jahren da aktiv und immer am Mitmischeln und bei OpenGIS angestellt als und Mitgründer von OpenGIS. Genau, warum geht's? Ursprünglich in der Schweiz und ich nehme an, hier in Deutschland oder in der ganzen Europäischen Union ist das ziemlich ähnlich. Die Regierungen und die Behörden, die hatten so das Gefühl, dass Big Data bald kommt und darum jetzt Bruce Willis angerufen werden muss. Und vor allem durch die ganzen Geodaten, die da anfallen werden, die zusammengetragen werden müssen von verschiedenen Stellen, wie soll das genau laufen, was kann man da machen, wie sollen diese alle erfasst werden und dann zusammengetragen werden, schlussendlich, wie kann das funktionieren. Ein großes Thema dabei ist die Datenharmonisierung. Hier haben wir auch eigentlich den Link zur Standardisierung. Da gibt es in der Schweiz seit längerem bereits ein Modell, das nennt sich Interlis. Ich weiß nicht, wer das von euch schon kennt. Ihr kennt wahrscheinlich die meisten bis alle Inspire. Das ist ziemlich ähnlich von dem Hintergedanken her. Und die Idee ist, dass schlussendlich alle eigentlich von Gemeinden über Kantone, wie die bei uns die Regionen heißen, zur Regierung immer die Daten hochgeben können in einem einheitlichen Format, dass das kompatibel ist und dass das jeweils geprüft werden kann, auch jeweils die ausgetauschten Daten, ob die kompatibel sind, ob die den Standards entsprechen. Und wenn dann bereits auf der untersten Ebene irgendwo in einer Gemeinde ein Datensatz nicht standardkonform ist, dann kann man das schon gleich da ablehnen und sagen, hey, mach nochmal, sonst wird das nichts. Um das durchzusetzen, wurden Geoinformationsgesetz erarbeitet. Und dieses Geoinformationsgesetz verpflichtet alle neu erschaffenen Daten oder alle Behörden dazu, alle neu erschaffenen Datenmodelle in Interlis zu modellieren und zu publizieren, dass sie quasi gezwungen sind, sich Gedanken zu machen, was sie eigentlich genau wollen, bevor das dann wirklich in die Praxis auch umgesetzt wird. Ich sehe gerade, es fehlen eigentlich alle Titel da, aber es geht auch ohne. Minimale Datenmodelle, die sehen dann in etwa so aus, ein UML-Diagramm von, das ist jetzt planerischer Gewässerschutz, das sind verschiedene Tabellen dabei, das ist total objektorientiert, wie das da ist, das ist alles wunderschön definiert und in der Theorie macht das super schön viel Sinn, wie das genau aufgebaut werden soll und wie man das erfassen soll, dass das nachher auch stimmt. Und ja, so sitzt man dann da und denkt sich, cool, jetzt haben wir einen super guten Standard, wie kriegen wir den jetzt zum Laufen? Und schlussendlich geht es dann darum, dass irgendjemand irgendwo sitzt mit einem GIS in der Hand, mein GIS, das GIS meiner Wahl ist im Normalfall QGIS, der sitzt dann da und beginnt das Projekt zu konfigurieren. Da gibt es verschiedenste Dinge, die man konfigurieren kann, zum Beispiel die ganze Legende muss mal zusammengestellt werden, naja, die Layer, die hatten noch einigermaßen schnell geladen. Wer hat schon mal Relationen konfiguriert hier drin? Es kann eine ziemlich mühselige Arbeit werden, da muss man wirklich eigentlich zu allen Layern hingehen und sagen, gut, ich habe hier noch eine Werteliste dazu und ich habe hier noch eine Werteliste dazu und das steht mit dem noch in Beziehung und so weiter. Und ja, da sind dann schon mal 2 Tassen Kaffee mehr draufgegangen, bis man soweit ist. Dann geht es darum, all die Formulare von all diesen unterschiedlichen Tabellen, die man irgendwo reingeladen hat, ebenfalls noch zu konfigurieren, zu sagen, gut, das ist ein Datum, da wollen wir ein Datumswidget, das ist eine Werteliste, da wollen wir alle Werte aufgelistet haben von dieser anderen Tabelle und so weiter.
Das KBS, das Koordinatensystem, darf natürlich nicht vergessen werden. Und es kann schlussendlich ziemlich viel Zeit drauf gehen. Die Idee war dann eigentlich, dass man das meiste davon bereits in den Datenmodellen eigentlich zur Verfügung hat. Die Datenmodelle, die wissen, was für Attributtypen da rein sollen. Wenn irgendwo ein Datum definiert ist, dann können wir den Leuten auch gleich schon ein Datum anbieten. Wenn Minimal- und Maximalwerte irgendwo definiert sind auf einem Integer-Wert, dann können wir den Nutzer gleich schon dazu zwingen, dass er diesen bitte auch zwischen 0 und 100% eingeben soll, um zu vermeiden, dass er versehentlich 500% eingibt oder einen Tippfehler so macht und dann später alles kaputt geht. Also schlussendlich haben wir ziemlich viele Informationen, die wir aus den Daten bereits verwenden können. Nicht zuletzt auch die ganzen Beziehungsinformationen zwischen den Tabellen, die Relationen zwischen den verschiedenen Tabellen. Die Idee war nun, dass wir diese Informationen aus der Datenbank nehmen und in ein QGIS-Projekt überführen, so gut wie möglich. Alles, was wir irgendwie verwenden können, um das QGIS-Projekt vorzukonfigurieren, das nehmen wir einfach basteln uns damit was. Das funktioniert einerseits mit Interlis und andererseits aber auch mit beliebigen PostGIS und GeoPackage-Datenbanken. Das heißt, ich kann eine bestehende PostGIS-Datenbank nehmen, die QGIS Model Baker. Ich habe hier etwas vorgegriffen. Auf der Ausschreibung im Katalog steht Projektgenerator. Wir haben das umbenannt vor kurzem auf QGIS Model Baker. Darum erzähle ich hier so frisch fröhlich von QGIS Model Baker. Das ist jetzt der neue Name. Das funktioniert auch mit beliebigen PostGIS oder GeoPackage Datenbankschlüsseln. Das kann ich reinladen und schauen, was da rauskommt. Hoffentlich etwas Sinnvolles. In Interlis gibt es noch viele, viele Zusatzinformationen, die ebenfalls noch verwendet werden. Das ist stärker strukturiert als Postgres oder GeoPackage. Die ganzen Modelle, die können ziemlich viele Metainformationen noch erhalten und die kommen dann alle damit rein. Das heißt, schlussendlich haben wir im Interlis-Modell beispielsweise Tabellen und Layer, die Relationen, die ganzen Attribute, die Bedingungen und Constraints wie Minimal- und Maximalwerte oder aus welcher Werteliste das sein muss. Das Koordinatenbezugssystem steht da mit drin und nicht zuletzt auch zum Beispiel noch Kommentare zu den einzelnen Attributen, die sich derjenige, der das Datenmodell geschrieben hat, sich überlegt hat, was denn da genau rein soll. Genau, das können wir dann in ein Tool hineinschieben, das nennt sich Illy2PG. Das nimmt diese Interlis-Modelle und spielt die in eine Postgres-Datenbank. QGIS Projektgenerator oder neue Model Baker kommt dann und schaut sich diese Postgres-Datenbank an, schaut sich an, was ist da alles drin, was finden wir vor und beginnt etwas zu prozessieren, macht uns ein schönes neues Projekt und alle sind glücklich. Schlussendlich hier noch so zu diesem Projektteam, das sind verschiedene Schweizer Kantone, die daran beteiligt sind. Und auch ein kolumbianisches Projekt. Das Katasterwesen in Kolumbien ist da auch noch mitbeteiligt. Da komme ich dann gleich noch mehr inhaltlich auch dazu. Die machen nämlich noch etwas mehr damit. Die benutzen das Ganze als Entwicklungsbibliothek, was auch durchaus interessant ist. Nämlich kurz, wenn wir nun also diesen ein Modell oder ein GIS-Projekt anschauen. Ayun, ein einfacher Layer, da kann man natürlich diesen Model Baker verwenden. Ist vielleicht nützlich, ist aber meist etwas zu viel, weil einen einzelnen Layer, den kann ich auch reinladen und einfach so konfigurieren, das ist eigentlich nicht so ein Problem. Wenn ich ein relativ einfaches Modell habe, und davon gibt es ziemlich viele, dann sind das meistens die Modelle, für die ich nicht das Budget oder die Ressourcen habe, um eine ganze Fachschale hochzuziehen, um einen Entwickler anzustellen, der mir oder Stunden darauf zu verwenden, all das zu konfigurieren, wenn es denn sein muss. Und das ist eigentlich genau hier, wo wir auch den Haupteinsatzzweck von QGIS Model Baker sehen, dass wir so diese halb-semikomplexen Modelle eigentlich ziemlich effizient in eine Datenerfassungsumgebung überführen können. Und so nutzbar machen können.
Zuletzt gibt es natürlich auch noch die komplexen Modelle, die eine vollständige Fachschale verdienen. Und hier möchte ich nochmal auf das Projekt Kolumbien zurückkommen. Da geht es um das Katasterwesen. Das ist eine ziemlich große Geschichte. Da sind Workflows mitbeteiligt, wenn wir diese ganzen Daten erfassen natürlich. Da können wir nicht einfach das Modell nehmen und sagen, hurra, jetzt haben wir ein Modell und ich gebe dir einfach alle Layer, die irgendwo im Modell drin sind und erfasse mal. Und trotzdem müssen vielfach Masken entwickelt werden für alle diese unterschiedlichen Layer, was nicht eine sehr angenehme Tätigkeit ist. Das heißt, in diesem Projekt wird dieser Model Baker eigentlich als Grundlage, als Entwicklungsbibliothek genommen. Und da oben drauf werden Workflows produziert und die Masken, die davon erstellt werden, die ganzen Eingabeformulare und so weiter, werden einfach aus Model Baker dazugeladen. Das heißt, diesen ganzen Teil von Entwicklungstätigkeiten, der fällt eigentlich weg und wird durch Model Baker übernommen. Also kann das als Basis für eine Fachschalenentwicklung ziemlich effizient verwendet werden. Also, kurzum, es ermöglicht eine einfache Datenerfassung, es fördert das modellbasierte Arbeiten, es beherrscht nebenbei, das wird hier drin wahrscheinlich nicht so viele Leute interessieren, den Import und Export zu Interlist-Dateien, um den Austausch von fertig erfassten Daten zur nächsten Instanz auch einfach möglich zu machen oder den Import danach. Die Kantone beispielsweise, die verwenden es vielfach einfach, um das zu importieren und anzuschauen, was sie da eigentlich gekriegt haben. Und die bearbeiten die Daten gar nicht so groß weiter. Natürlich mehr Spaß und Sinngebung an der ganzen Datenerfassung und nebenbei wird das auch fortlaufend weiterentwickelt. Das Credo ist, wir machen, was wir sehen, das gemacht werden muss, wo wir einen direkten Benefit sehen und wenn dann was dazukommt, dann machen wir das fortlaufend weiter. Nicht, dass wir versuchen, gleich schon mit einer perfekten Lösung daherzukommen. Inzwischen sieht das schon aber ziemlich anständig aus. Also kurze Übersicht, wir haben einige ungenießbare Zutaten, wie ein Interlist-Modell oder ein DB-Schema. Wir haben den Cookies Model Baker, der verarbeitet das Ganze zu einem super schönen genießbaren Cookies-Projekt mit DB-Schema dazu. Genau. Jetzt hier einige grundlegende Konzepte, wie das in Interlist geschrieben werden kann. Interlist, das ist so eine Art Programmiersprache, Definitionssprache. Da hier definieren wir ein Modell Human Beings, also Menschen. Und darin finden wir dann beispielsweise eine Domain wieder mit verschiedenen Haarfarben. Wir haben eine Klasse, ein Objekt Person. Das hat eine AHV-Nummer, also eindeutige Identifikation, einen Namen, einen Vornamen, einen Boolean, ob es lebt oder nicht. Ja, sie. Ein Geburtsdatum, die Haarfarbe entsprechend der Domain, die wir oben definiert haben und ein Geburtsort, das wäre hier einfach eine Koordinate, ein Punkt. Das ist eigentlich ein ziemlich einfaches, eine einzelne Tabelle, die wir hier so erstellt haben. Wenn wir das Ganze jetzt, dieses Modell, so wie es hier steht, in den Model Baker reinschieben, kriegen wir auf der anderen Seite, rechts oben sehen wir die Layer, die wir kriegen, also einerseits den Personenlayer und andererseits die Haarfarbe als Lookup-Table für die verschiedenen Haarfarben, die zur Verfügung stehen, die wir vordefiniert haben. Und wenn wir eine neue Person hinzufügen, dann werden auch alle Eingabemasken entsprechend schön angezeigt. Es wird es wird eine Auswahlliste angezeigt für die Haarfarbe, ein Datumsfeld für das Geburtsdatum, eine simple Checkbox für ob lebend oder nicht. Und es wird auch überprüft, ob die Daten vorhanden sind. Also Cookies versteht Not Null Constraints und Unique Constraints. Das heißt, Cookies überprüft dann, ob da wirklich was eingegeben wird, dass ich nicht die Daten zuerst zur Datenbank schicken muss und erst dann die Rückmeldung kriege, nee, muss irgendwas rein, sondern gleich beim Erfassen schon ziemlich schnell. Es überprüft auch, ob dieser Wert, den ich eingebe, vielleicht bereits vorhanden ist und ein Unique Constraint verletzen würde. Das wird ebenfalls gleich zur Laufzeit schon gemacht. Es werden ebenfalls Beziehungen
umgesetzt. Das heißt, Kugis geht zur Datenbank, schaut sich an, ist ein Fremdschlüssel definiert zwischen zwei verschiedenen Tabellen und lädt sich dann diese, erstellt dann automatisch auch die Beziehung zwischen diesen zwei Tabellen und zeigt Auswahllisten auf der einen Seite an und eine Liste von Kindobjekten auf der anderen Seite. Es können auch Mehr-zu-Mehr-Beziehungen umgesetzt werden, also Ein-zu-Ein-Beziehungen. Da wird dann automatisch eine Zwischentabelle erzeugt. Das macht das ILI2PG-Tool, das darunter läuft. Das erzeugt uns automatisch die Zwischentabelle. Und in QGIS wird das dann auch so konfiguriert, dass wir alle Kindobjekte oder verlinkten Objekte angezeigt haben. Aber sie alle verlinkten Objekte angezeigt haben und neue verlinkte Objekte hinzufügen können, bestehende verlinken können oder wieder entlinken sozusagen. Genau, jetzt gibt es vielfach sind diese Tabellen ja auch ziemlich technisch aufgebaut. Das heißt, wir haben die Tabellennamen, das sind technische Namen, das sind Attributnamen, das sind sehr technische Namen. Und hierbei geht es dann eigentlich darum, dass wir dem QGIS gleich schon oder dem Model Baker gleich schon mitgeben können, wie das genau umgesetzt werden soll. Das sind vielfach Informationen, die sind nicht direkt aus dem Datenbankschema ableitbar und die müssen darum gesondert mitgegeben werden. Zum Beispiel, wenn wir eine Auswahlliste haben, wie eine Haarfarbe, dann ist das im Normalfall ja so, dass wir irgendwo eine Spalte haben mit einem Integer-Wert, Serial als Primärschlüssel, aber eigentlich interessiert uns, ob der Junge, blond oder braunhaariges. Und wir können das über Meta-Attribute auch noch gleich mitgeben, dass wir das nicht nachher noch von Hand dazu konfigurieren müssen. Das wird interessant, wenn wir das jetzt nicht nur auf einer Maschine verwenden, sondern auf 100 verschiedene Maschinen ausrollen. Dann können wir einfach diese Meta-Informationen entweder direkt ins Modell oder über eine Zusatzdatei mitgeben, um die Dinge entsprechend vorzukonfigurieren. Und ebenso die Attributnamen und die Layernamen, die werden auch dann, wenn vorhanden, in den Metadaten werden die schöner dargestellt. Die können dann entweder, wie gesagt, direkt im Modell definiert werden oder es gibt eine separate Datei, wo das noch dazu definiert werden kann. Also wenn ich jetzt das Modell selbst definiere, dann kann ich das gleich ins Modell reinstellen. Wenn ich aber selbst gar keinen Zugriff habe auf das Modell, weil das eine übergeordnete Instanz erstellt hat, dann kann ich das über eine Zusatzdatei noch dazu erfassen. Wo gibt es das Ganze? Direkt im QGIS Plugin Repository können wir das herunterladen und unter GitHub können Issues erfasst werden. Und es gibt die Dokumentation ist ebenfalls hier verlinkt. Ich nehme an, ich werde die Präsentation nachher noch herumschicken, dann könnt ihr da das auch von da nehmen. Genau, jetzt, ich glaube, wir haben noch ganz kurz Zeit für eine kleine Demonstration, damit wir nicht nur Folien sehen. Ich habe hier einfach mal einen Hintergrundlayer reingeladen und habe das Plugin ModelBaker installiert. Das wird dann im Datenbankmenü aufgelistet und ich kann das hier generieren, ein neues Projekt generieren. Das ist jetzt auf dem, wo ist denn hier der Screen? Hier, genau. Und dann kriege ich diesen Dialog hier. Hier kann ich sagen, dass ich aus Interlist generieren möchte oder aus bestehenden Daten. Das heißt, ich möchte jetzt in diesem Fall Interlist über PostGIS generieren und ich kann hier suchen in den bestehenden Modellen. Alle Schweizer Modelle, die liegen in einem Repositorium. Das heißt, ich habe hier Zugriff auf alles, was irgendwo schon mal modelliert und definiert worden ist und kann damit arbeiten. Dieses KBS, das ist das Kataster belasteter Standorte. Das wurde vor kurzem, war das zwingend, dass man das machen musste. Und ich mache das in ein neues Datenbankschema, KBS FOSGIS. Und ich schaue mal noch das Model, ich habe hier noch ein extra Model Information File, das ist das, die zusätzliche Meta-Information, die ich hier mitgegeben habe. Und wenn ich hier auf Kreieren drücke, dann beginnt er zu radeln und zu drehen und zu machen und zu tun. Und irgendwann ist er dann fertig und wir haben hier, sehen hier, er hat zwei Layer daraus geladen, plus verschiedenste noch Wertelisten und alles Mögliche. Wenn wir jetzt also hier einen neuen belasteten Standort erfassen,
dann können wir hier schauen, können wir hier sehen, dass er bereits verschiedenste Dinge vorkonfiguriert hat. Wir müssen eine Nummer eingeben, die habe ich jetzt natürlich nicht zur Verfügung. Es gibt hier eine Auswahlliste von Standardtippen. Ich als Laie habe keine Ahnung, der Profi weiß, was ein Standardtipp 3 ist. Daten können wir sagen, wann der erste Eintrag da war und wann die letzte Anpassung war. Und müssen noch einen Status angeben und ein Zuständigkeitskataster. Und hier sehen wir jetzt das Zuständigkeitskataster. Das muss definiert sein, aber es gibt noch keine Einträge. Wir können eigentlich direkt hier auf das Plus klicken daneben. Sagen, das ist irgendein Amt, die Behörde. Und das KU, die URL des Katasters ist, mach mal das mal so, schreib mal kataster.ch, was auch immer. Und Kataster, Tippfehler, okay. Und das taucht jetzt automatisch auch schon hier in dieser Auswahlliste auf, als Neues. Und er weiß auch schon, welche Felder er nehmen soll, um das Ganze zu verbildlichen. Das war in diesen Metainformationen, die ich beim Erstellen, die da dazugeladen wurden. Und dann kann ich das so erstellen und hoffen, dass das alles gut geht. Und jetzt haben wir hier eigentlich schon diesen neuen Punkt erstellt mit allen dazu verlinkten Einträgen und Wertelisten in 2 Minuten. Genau, das war's. Soweit. Jetzt muss ich das hier. Eigentlich gibt es nicht mehr so viel zu sagen. Schauen, ob ich da. Genau. Damit wären wir dann eigentlich schon bereits bei der Fragerunde angekommen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Also ich habe auch schon viel Zeit mit diesem Model Builder selber bauen verbracht und das macht das Leben. Schaut so aus, ob das Leben sehr viel einfacher macht, wenn man das schon vordefiniert bekommt. Genau, jetzt haben wir noch kurz Zeit für Fragen. Gibt es aus dem Publikum Anmerkungen, Fragen? Ja. Ist es geplant, auch andere Datenbankformate zu unterstützen, zum Beispiel Oracle? Es gibt momentan einen bereits Code für MS SQL. Das warte noch auf das Code Review, um das zu integrieren, aber das ist eigentlich vorhanden. Oracle arbeiten wir jetzt nicht spezifisch daran, wäre aber durchaus denkbar, dass man das da auch umsetzt. Also schlussendlich geht es darum, wenn irgendwo das Interesse vorhanden ist und die Ressourcen auch, um das umzusetzen, dann steht dem nichts im Weg. Weitere Fragen? Sonst habe ich noch eine Verständnisfrage. Das Interlis, ist das rein schweizerisch oder ist das oder dieses Format? Das ist ein schweizerisches Thema, genau, das ist eine schweizerische Erfindung sozusagen. Es gibt im Ausland, wie zum Beispiel in Kolumbien, wird das jetzt auch eingesetzt in diesem Projekt und es gibt gewisse Bestrebungen auch, um das zu einem ISO-Standard eventuell zu überführen, aber das ist sehr kontrovers diskutiert und also momentan ist das in der Schweiz zwingend, ja, aber nicht weiter groß verbreitet. Okay, dann, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann beschließen wir es und um 6 Uhr geht es weiter mit dem nächsten Vortrag. Vielen Dank nochmal.